Oha, ich war so lange nicht mehr hier. Wirbt sieht's aus? Hat sich nicht viel verändert. Ich habe ein bisschen an den, an eine fliegende Kuh. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen geschraubt. Da ist jetzt ein bisschen Nebel im Hintergrund. Hat den Vorteil, das, was da hinterm Berg ist, wird nicht geladen. Das ruckelt also nicht mehr. F5 war das, ne? Da, 60 Frames. 60. 60, 60, 60, 60. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir vor 2 Monaten aufgehört haben. Ich bin ein so schlechter YouTuber. Tut mir leid. irgendwas hatten wir gemacht. Alles sieht schön aus, alles ist gut. Die Felder hatten wir hier. Ich glaube, wir hatten hier die Treppen neu gemacht, ne? Hier die. Das klingt noch falsch. Das klingt noch falsch. Da müssen wir noch mal ran irgendwann. Ja, ich würde sagen, wir machen heute mal ein bisschen entspannter. Wie immer halt. Der komische Ofen steht hier immer noch. Sogar noch ein bisschen was drin. Ich bin immer ganz gespannt, wenn ich so lange nicht aufnehme und dann wieder mal reinkomme und mal gucke, was sich alles so verändert hat. Weil die Mods alle geupdatet vorm Starten. Ich habe jetzt nicht weiter kontrolliert. Aber es scheint soweit alles. Gut, den Tisch, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, der ist weg. Aber es scheint soweit alles zu laufen tatsächlich. Nur das Craft Guide-Ding. Der Furnace, der Kram. Das alles noch. Ja, doch. Nimmt er überhaupt auf? Ja, nimmt auf. Ich hoffe, die Audio-Lautstärke, das passt soweit. Der ist da immer so im Gelben. Spiellautstärke zum unteren Grün. Ich lasse das jetzt einfach so. Wenn das nicht gut ist, dann Pech gehabt. Dann ist das so. Intro habe ich ein bisschen leiser gemacht. Man hat es vielleicht gehört. Es ist dann doch etwas sehr laut gewesen. Halt irgendwann mal erstellt und gestartet, gestartet, ja, erstellt und vorbereitet und halt eben fügt das einfach nur ein. Ich kontrolliere es jetzt aber nicht nochmal, ob das jetzt laut, leise, gut, schlecht ist. Das Intro war ja eigentlich soweit fertig. Und von daher, ja, war es dann immer etwas lauter. Ich habe es jetzt leiser gemacht. Das müsste eigentlich damit erledigt sein. Moment. Ein bisschen trocken im Hals. Dafür habe ich aber natürlich, wie sollte es anders sein, den guten Kakao. Und den guten Plastikstrohhalm hier rausfriemeln. So. Dann machen wir hier das Plastikding da rein, dass das nicht verloren geht. Einmal nachstopfen. Ja, das sind so die Rituale. So. Einmal durchgepustet und dann passt das. Zack. Zack. Und schon ist es Nacht geworden. Ich laufe jetzt einfach mal ganz stumpf wieder zurück. Ja, die Brücke, die müssen wir irgendwann nochmal wieder machen. Ja, das Ding hier müsste dann. Und dann kommt man rüber. Irgendwann mal. Nacht geht ja relativ schnell rum. Der Mond, der jetzt wieder original ist. Nach so viel Theorie endlich mal wieder ein bisschen Praxis in diesem Spiel. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir einfach nur ein bisschen durch die Gegend hüpfen und nichts tun, wie immer. Oder auch nicht. Was haben wir denn eigentlich noch so an Holz? Dann können wir nämlich mal gucken. Das reicht ja für nix. Für ja nicht reicht das. Lehm. Die Lehmkiste wollte ich gucken. Boah, das reicht ja auch für nichts. Ja, wir sind top vorbereitet. Inzwischen sollte es langsam wieder hell werden draußen. Ah, gleich zumindest. Dann können wir nämlich mal ein bisschen Lehm holen und dann können wir das Haus endlich mal erweitern.
So nach all den Wochen können wir das endlich mal, all den Monaten, all den Jahren können wir das endlich mal machen. Aber ich habe mir ja gesagt, oder ich habe ja angekündigt, ich lasse mir einfach ein bisschen Zeit bei diesem Spiel. So, da ist der Mond einmal umgesprungen, jetzt ist wieder Normalgeschwindigkeit und die Sonne kommt dann gleich hoch. Ja, ich lasse mir Zeit bei diesem Spiel. Das andere Let's Play ist ja auch unter anderem deswegen abgebrochen, weil ich mir selbst einfach, sieht schon nice aus, weil ich mir selbst einfach viel zu viel Druck gemacht habe, irgendwie wöchentlich eine Folge raushauen. Nö, das machen wir nicht mehr. Ich sehe das jetzt ganz entspannt. Entweder kommt was oder es kommt nichts. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen Muße, ein bisschen was aufzunehmen. Gucken wir mal, wie lange wir das machen. Bin jetzt erstmal auf der Suche nach Keith Richards. Ja, den hat damals schon keiner gut gefunden, den Spruch. Da ist auf jeden Fall Keith da unten. Der ist ja auch zum Glück schnell gefarmt. Ja. Gucken wir gleich mal, wie viel wir davon tatsächlich brauchen. Ich denke mal, so ein Vorkommen hier reicht auch schon. Das ist ja doch sehr ergiebig, der Keith. Was sind da ja? Hier ist noch was hinter gewesen. So. Stell wieder auf. Einmal zurück an Land, dass wir kurz mal stehen können. Gucken wir doch mal. Ja, wir brauchen ja Blöcke. 50 Kiesblöcke. Mhm. Nochmal 10 Kiesblöcke extra. Es könnte vielleicht sogar ein bisschen knapp werden. Aber da vorne ist. Ups. Ja. Da vorne ist ja noch ein Kiesvorkommen. Da hinten ist auch noch was. Ist natürlich alles noch relativ nah dran. Ich schwimme mal ein Stückchen weiter. Ach, hier habe ich auch schon mal irgendwann Kies abgeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war hier erst ein bisschen skeptisch, aber das mit dem Nebel, der dann eben die ungeladenen Bereiche so ein bisschen versteckt, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, guck mal hier, ein Dungeon. Kann ich mal Fackeln? Ich habe Fackeln dabei, wir können gleich mal kurz im Dungeon gucken. Da wird nichts drin sein, aber dann haben wir zumindest mal gesehen. Und wenn das Vorkommen hier genauso, so reich ist, genauso viel Kies dann drin ist. Ups, 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 ups. Kurz mal warten. Wenn dann da so viel Kies ist, dann müssten wir eigentlich auch 100, ja, wir kriegen auf jeden Fall 100 Kies, mehr als 100 Kiesblöcke. Das sollte schon reichen. So, und hier auch nochmal. Ja, ich denke mal, das wird reichen. So, der Dungeon ist ganz schön überflutet. Gehen da trotzdem mal runter und gucken mal. Da kann man stehen. Ups. Ups. Wieso werden die denn gelöscht? So. Auch wenn es ein Dungeon ist, auf einen Dungeon Master werden wir hier wohl nicht treffen. Oh. So. Aber auch auf keine Schatzkiste, in der irgendwas Wertvolles drin wäre. Aber dann haben wir ihn zumindest erkundet. Mal so ein bisschen ausgeleuchtet hier. Vielleicht kommen wir ja auf eine Höhle irgendwie. Was ist hier noch? Geht es dann wieder hoch? Da geht es dann irgendwo wieder raus, ne? Oh. Die Gefängnismauer hier. Stalltür davor. Hm.
Hier ist auch noch. Noch ein Raum. Das ist ein großer Dungeon, oder? Da ist nichts. Aber da ist noch. Gleich keine Fackeln mehr. Na, Sackgasse. Alle Sackgassen erkundet. Oder ist hier irgendwo noch was offen? Da ist noch was offen. Aber auch hier führt es uns dann doch nur in eine Sackgasse. Eine Fackel haben wir noch zum Erleuchten. Aber so auf den ersten Blick, auf die Schnelle, würde ich sagen, wir sind durch alles durch. Gucken wir doch mal, ob wir einen Ausgang wieder finden. Ah, hier ist der Kassel. Gut, wir haben ja unseren Home-Befehl. So. Dann schmeißen wir das Ganze mal in den Ofen hinein. Wir machen erstmal hier den kleinen Stack, da können wir so ein bisschen mit arbeiten dann gleich. Währenddessen ein Schlückchen Wasser. So. Warten. Wir können ja erstmal 7 mitnehmen und dann können wir hier schon mal ganz kurz gucken, was wir denn da brauchen. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Und wir brauchen 15. Brauchen die 14, ne? Das ist 2. Das ist doch 2 Reihen, oder? Das ist 4 Reihen. Brauchen wir diese hier. Mal einen daneben, dann können wir das mal vergleichen. Ja, passt doch gut. ...99 eventuell. So. Gut, war nicht so ergiebig, aber wir haben ja noch ein bisschen was. Steine müssen wir gleich auch noch mal gucken. Und Holz brauchen wir auch noch. Da müssen wir ja Bäume fällen gehen. Da hätten sie wieder ein paar Bäume. Da gehen wir gleich mal hin. Na? Muss man das erst rausnehmen? So. Gut. Gehen wir mal kurz nach hinten. Und dann schicken sie, den müssen wir auch nochmal irgendwann fertig machen mit ohne Wasserfall. Mal gucken. Glaubt, da hinten haben wir danach gepflanzt, ja, ne? Ja, das sieht doch gut aus hier. Gehen wir mal ein bisschen abholzen. Weil wir ja das Holz brauchen, um die Wände zu stützen. So ein bisschen dieses, in Anführungszeichen, Fachwerk müssen wir ja wieder aufbauen. Und da braucht man natürlich ordentlich Holz zu. Währenddessen das dann da hinten brennt. Ja, nutzen wir die Zeit einfach mal ganz kurz. Ja. Ups.
hier drin ist aber noch was. So. Meine Güte. Es wirkt immer so viel, aber das ist es gar nicht. Ups. Muss mal gucken hier, die lasse ich mal stehen. Wir machen mal nur hier vorne. Das heißt, ja, hier noch, ne? So. Da müssten wir dann eigentlich alles gleich haben. Und dann natürlich mal gucken, was liegen bleibt, dass wir ein bisschen nachpflanzen können. Ach, hier vorne mache ich auch noch eben. So. Da müssten wir dann alles haben. Und ich muss mal doch ganz kurz gucken. Kleiner Augenblick. Also, was auch immer da irgendwie mit dem Sound los ist, ich scheine da so ein leichtes Echo im Gameplay zu haben. Ich prüfe das gleich nochmal, ich mache hier nur mal eben kurz zu Ende. Ja, und dann gehe ich gleich nochmal kurz ins Wasser, ihr habt es wahrscheinlich auch gerade kurz gehört. Als wir da bei dem Dungeon waren, dass es da so ein bisschen irgendwie das Wasser komisch klang. Ich versuche gleich nochmal das irgendwie nachzuvollziehen, was da los ist. Idealerweise natürlich ohne irgendwie das dann abzubrechen hier. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst müssen wir neu starten. Wir können auf jeden Fall hier erstmal ordentlich Setzlinge einsammeln. Die können wir dann ja auch gut benutzen, wenn wir hier gleich nachgepflanzt haben, um dann Öl oder Kleber oder sowas draus zu machen für den ganzen Technikkram. Ist, glaube ich, nicht die beste, die schlechteste Idee, ne? So. Da ist irgendwo noch ein Holz drin. Hier ist auch noch irgendwo ein Holz drin. Ist hier noch ein Holz? Nein, hier ist kein Holz. Doch, hier ist ein Holz gewesen. So. Gut, dann machen wir das hier per Hand weg. So. Ja. Das hier auch per Hand weg. Wieso baut sich das ziemlich automatisch? Da ist doch gar kein Holz mehr drin. Oder ist das hier von ihm? Ach, da ist doch noch ein Holz drin. Na sowas. Dann habe ich nichts gesagt. Na, sieht doch schon besser aus. So. Da war auch noch ein Holz. Alles klar. Damit müssten wir hier. Damit müssten wir hier durch sein, nicht wahr? Gut, 36 Setzlinge, die brauchen wir natürlich nicht alle. Ich mache hier mal nur wieder so ein bisschen die Löcher zu. Hier war auch einer. Da. Einfach mal neu setzen. Mal gucken, vielleicht hilft es ja. Den hier auch. Den hier. Zack. Kommt dann wohl immer so ein bisschen drauf an, welcher von den Bäumen zuerst wächst. Müsste eigentlich soweit passen, oder? Joa, ich denke, das passt so. Gut, dann einmal nach Hause. Und dann hüpfen wir kurz mal ins Wasser und dann höre ich mir das nochmal an, ob das komisch klingt oder wieder gut ist. So, muss reichen. Kleiner Augenblick. Ich glaube, das ist jetzt besser geworden. Es klang jedenfalls im ersten Augenblick so und ich wollte jetzt nicht groß irgendwie stundenlang jetzt rumprobieren. Scheint tatsächlich so zu sein, als wenn ich irgendwie einmal eine Fensteraufnahme, eine Composite-Fensteraufnahme zweimal drin hatte.
Mit dem einen, das war ausgeblendet und scheint aber aus irgendwelchen komischen, ganz merkwürdigen Gründen trotzdem dafür gesorgt zu haben, dass nochmal einmal irgendwie Ton mit aufgenommen wird. Was natürlich dann irgendwie gleichzeitig ist und doch irgendwie unterschiedlich ist und daher so ein bisschen Hall erzeugt. Keine Ahnung, frag mich nicht. Linux und Audio, ich sag's immer wieder. Kurz mal gucken, ob die Frames jetzt groß gelitten haben, aber eigentlich sollte das... Ah. Sind wir wieder bei 3060. Ja, gut. Dahinter ist aber nichts geladen, oder? Ne, ist so merkwürdig. Also ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Es lief irgendwann mal besser und da ist ein Loch. Das ist da ein Loch. Da war ein Loch. So. 46. Naja, gut. Muss man mitleben. Wir hatten ja was vor. Wir wollten ja hier das Häuschen so ein bisschen mal uns anschauen. Dass wir das mal erweitern. Das heißt, die Seite hier kommt weg. Dann ist hier der Durchgang und hier wird dann genauso wie hier gebaut, dass das hier angebaut wird. Ich habe das in der Testwelt ja schon mal ausprobiert. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt. Und das lief ganz gut. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt hier eigentlich nur nochmal wiederholen. Gott, das ist aber auch schon irgendwie ein halbes Jahr her. Ach, wir kriegen das schon hin. So, erstmal das hier rein. Das heißt, wir brauchen... Aber nicht 26. Ich mach mal erstmal nur die Umrandung. Keine Ahnung, ob 10 irgendwie. Wir brauchen hier von welche? Wir brauchen hier von welche? Von den kleinen brauchen wir auch welche, aber ich hole mir mal eben noch ein bisschen. Hiervon. So. Rausnehmen. Müsste ich eigentlich alle haben, ne? Die und die und die und das kommt raus und Slabs machen wir uns normal. Gut, jetzt geht das große Gebastel los. Das kommt erstmal alles nach unten, das kommt alles nach oben. So. 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 Ja, so. 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 Jetzt haben wir es aber so halbwegs sortiert. Wir fangen an damit, dass wir den Kram erstmal wegholen hier. Brauche ich dann doch nochmal wieder die Axt für. So. Ja. Gut, hier oben, das kommt auch weg. Da kommen wir jetzt, glaube ich, aber nicht hoch, ohne dass wir da irgendwie uns hochbauen. Ne? Ich wollte jetzt ungern oben das Dach irgendwie komplett zerrupfen. Das heißt, wir holen uns mal ein bisschen gute Baustellenerde. Brauchen wir sowieso gleich noch ein paar Mal von. Und dann geht es jetzt nämlich erstmal hier hoch. Und dann holen wir nämlich hier vorne erstmal die Reihe weg. So. Und dann ist nämlich hier, da kommt so ein kleines Türmchen drauf. Habe ich das eigentlich mal gezeigt, das Bild? Dann kommt hier an die Seite zweimal, dann kommt da drüber. Ja, natürlich. Habe ich den dabei? Nein, habe ich natürlich nicht dabei. Werkzeug. Wir brauchen den eh ein paar Mal. So. Da drüber. Zack.
So. So, da drüber einen normalen. Dann einen hiervon. Dann so zwei. Na, zwei normale, dann einen davon. Dann ein Slap war das, ne? So, zack. So. Und auf der anderen Seite geht das Ganze wieder runter. Ein hiervon. Ein davon. Dann ein Schrien. Zwei Slaps da drunter, zack, zack. So. Na, das brauchen wir hier. Und dann ziehen wir hier oben einmal zu. Na, so. Ich denn da weg damit? So. Mit der Axt geht es dann doch immer noch am schnellsten. So, ein bisschen Füllmaterial rein. Tada! Der Torbogen ist fertig. Jo. Würde ich sagen, das war's für heute. Nein. Mal halbe Stunde plus minus 5 Minuten. Dann war es das eigentlich tatsächlich schon für heute, ne? Naja. Wir machen das jetzt nochmal eben fertig. Dazu brauchen wir aber nochmal wieder ein bisschen Zeug. Zeug, Zeug, Zeug. Da haben wir Zeug. Müsste der eins tiefer, der Turbo? Ne, ich glaube, das wird komisch aussehen, wenn er hier anfängt, ne? Gut, hier auf der Seite ist er natürlich irgendwie 3 hoch. Also hier unten da die Unterseite. Aber der sieht so mit 2 hoch, glaube ich, schon ganz gut aus. Habe ich es mir extra geholt. Da habe ich keine Slaps gemacht. So und so. Da. Ups. Nein, nicht da. Schraubendreher, Schraubendreher. Wo bist du? Bist du schwer? Na, hier fehlen übrigens noch die neuen Treppen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Meine Güte, so. Dann können wir hier eigentlich mal eben hochbauen. Ah, ich komme nicht dran. Gut, dann bauen wir erstmal so. Ein hiervon.
Ein davon. Ein davon. Ist das richtig, was ich hier mache? Da, davon und davon, jo. So. Drehen wir uns das Ganze mal zurecht. So, halber Torbogen schon mal fertig. Dann bauen wir uns den auf der anderen Seite auch nochmal eben kurz zusammen. Davon. Ein davon, zwei davon und ein davon und da oben so einer dran. So. Und oben in die Mitte kommt der letzte Slab. So. Damit wäre der Bogen von der anderen Seite auch fertig. Hier ist er natürlich ein bisschen höher als hier in dem Bogen nach oben geht, aber ich glaube, ich lasse das auch so. Und dann muss man ganz kurz mal ein bisschen Baustellenerde uns schnappen. Ein wenig Holz. Hier die Innenseite, die sieht man nachher sowieso nicht, das Fenster kommt weg. Das heißt, die Holzbalken, da man so von außen nicht sieht, können auch weg. Na, komme ich natürlich nicht dran. Ja. Doch, so, geht doch. Und hier innen ganz genauso. Da ist das Kabel.